Herzlich willkommen auf Ocover TV zu Cheers of War Ultimate Beta. Ja, ich habe mir die Beta jetzt gestern mal heruntergeladen, um mir mal anzuschauen, um was es dort geht in diesem Spiel. Und ich muss sagen, ich finde das Spiel bis jetzt, was ich es gezockt habe, gar nicht mal so schlecht. Ich finde es gar nicht mal schlecht, also interessant. Und lass uns mal überraschen, was uns jetzt alles erwarten wird. Und guck mal, wo die ganzen Gegner sind. Wo sind sie denn? Da liegen überall Waffen rum. Okay. Wo sind sie denn? Gut, haben wir gewonnen. Okay, anscheinend haben wir gewonnen. Ich habe bis jetzt nur 2 Kills gemacht, weil ich habe jetzt die erste Runde mal so getestet und mal gespielt. Also ich muss sagen, interessantes Spiel. Also ich muss sagen, es hat wirklich was. Also ich habe nur noch keine Ahnung, wie man sprintet. Oder ist das anscheinend Sprinten? So, können wir schauen. Okay. Ja, nee, schade, ich habe noch nie Cheers of War Online gespielt, deswegen verzeiht mir, falls ich nicht so gut bin. Aber ich probiere natürlich mein Bestes Mögliches zu geben. Granada Passoir. So, zeig dich. Anscheinend kann ich wirklich noch ein paar Waffen dann sammeln. Also heißt, ich bin mal richtig gespannt drauf, weil hier sieht ihr, die haben ja noch schon andere Waffenfarben als ich hier, weil ich bin jetzt noch Level 1, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich das ändern wird noch alle, also dass man das verändern kann, wenn man Level hoch ist. Ich bin bis jetzt noch kein Level hoch, also heißt, ich bin noch Level 1. Okay, der hat mir jetzt mit der Schrotflinte weggeballert. Also ich muss sagen, die Schrotflinte ist auf Nahkampf sehr gut. Wir können jetzt mal noch ein bisschen rumschauen. X. Also. Zum Beispiel, wenn man so Rollen macht. Ah, okay. Ja, das muss man sich immer ein bisschen reinfinden in neue Spiele, aber nachdem Microsoft dieses hier angekündigt hat auf der Pressekonferenz, muss ich sagen, mir hat es sehr gut gefallen. So, stirb du scheiß Kackmobile. Und falls ihr das Spiel auch zocken wollt, falls ihr euch für die Beta registriert habt und wundert, wieso ihr es nicht zocken könnt, ganz einfach, und zwar, ihr müsst eure Konsole umstellen. Und zwar, ihr müsst unter Einstellungen gehen. Also wie ihr seht auf den Fernkampf, ist diese Waffe gar nicht mal, also ich weiß nicht, ob das das wahre vom das Gelbe von Ei ist, diese Waffe. Ich krieg wieder ins Hilfe. So.
natürlich immer schon auf Fernkampf gehen und dann gucken. So. Jetzt, wie ihr seht, die Waffen sind jetzt nicht so prickelnd auf den Fernkampf, aber. Ja, also es geht. Okay. Also, wie ihr seht, liegt nicht hier irgendwo ein Scharfschützengewehr da. Und das können wir jetzt aufnehmen. Also, okay. Less room. Ja, wie ihr seht, ich bin jetzt noch nicht so gut in diesem Spiel, aber 3-3, gut. Wie ihr seht, die anderen sind besser. Aber wenn ich das jetzt ein bisschen spiele, dann komme ich natürlich auch besser rein. Aber für die erste Runde ist es gar nicht mal schlecht. Ja, fast Level up. Oder ja, es ist der fast Level up. Und ja, wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach eine Bewertung da und hopp.